100.000 Euro mit Verkäufen auf Etsy verdienen. Ich zeige euch genau, wie es geht, und zwar in den folgenden Videos. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist denn sie drauf, was sind denn das jetzt für Clickbait-Klassiker, dann kann ich euch sagen, das kommt nicht von ungefähr. Und zwar habe ich das Thema aufgegriffen von einem YouTube-Kollegen aus den USA, von Hello Custom. Und er sagt in seinem Video, oder geht die Challenge ein, 1 Million Dollar Umsatz in 12 Monaten mit Etsy. Ich habe das Ganze ein bisschen runtergeschraubt und denke, 100.000 ist auch schon eine unglaubliche Summe. Ich möchte mich dieser Challenge annehmen und schauen, ob das möglich ist. Und wenn ihr euch das auch fragt, dann könnt ihr dabei sein. Schritt für Schritt werde ich einen Etsy-Shop erstellen und vom ersten Produkt über die Produktfindung, über das Einstellen der Produkte, das Finden des Versanddienstleisters, Dinge, die es zu beachten gibt, Produktrecherche etc., werde ich alles transparent halten, sodass ihr das Schritt für Schritt auch nachmachen könnt, und am Ende dieser 12 Monate werden wir schauen, wie weit wir gekommen sind. Mich interessiert nämlich brennend, ob es wirklich möglich ist, auf Print-on-Demand-Plattformen wie Merch by Amazon oder Etsy so viel Geld zu verdienen. Ganz ehrlich, also im Moment habe ich noch ein bisschen meine Zweifel, aber ich bin auch super neugierig, ob es funktioniert, und ich weiß, dass es eine Menge Arbeit ist, und manche von euch haben vielleicht die Zeit nicht oder einfach auch die Geduld nicht oder was auch immer, um das selbst mal auszuprobieren. Und denen biete ich die Gelegenheit, bei mir einfach mitzugehen und zu schauen, wie es funktioniert, ob es funktioniert und ob es sich am Ende sogar lohnt, doch einen eigenen Etsy-Shop aufzumachen. Und eben mit diesen Tipps und Tricks, die ich euch verrate, die ich eben von dem amerikanischen Kollegen übernehme, wirklich einen solchen Umsatz erzielen zu können. Also, heute starten wir mit dem ersten Video. Wir erstellen uns einen Etsy-Shop und wir verbinden Printify als Print-on-Demand-Anbieter mit unserem Etsy-Shop. Teil 1, wir starten. Als allererstes gehen wir auf die Seite von Etsy. Hier befinden wir uns auf der Startseite und wir scrollen mal ganz nach unten und gehen dann hier auf Verkaufen auf Etsy. Jetzt scrollen wir wieder ein Stück runter, bis es heißt, lege gleich heute mit dem Verkaufen los, eröffne deinen Etsy-Shop. Hier klicken wir drauf und melden uns dann mit einer E-Mail-Adresse an. So, hier klicken wir dann auf Packen wir es an und uns werden einige Fragen gestellt. Diese können wir jetzt aber auch erstmal überspringen. Überspringen auch dieses hier und gehen dann zu Eröffne deinen Shop. Jetzt fragt uns Etsy nach einigen Angaben, die wir jetzt hier mal nacheinander durchgehen. Hier wählen wir die Sprache unseres Shops und hier ist es wichtig, uns vorher zu überlegen, ob wir national oder international verkaufen wollen, denn wir können die Sprache nachher nicht mehr ändern, also die Standardsprache. Wir können hinterher allerdings noch weitere Sprachen hinzufügen, aber die Standardsprache müssen wir jetzt hier festlegen und deswegen lege ich diese hier mal auf Englisch fest. Und hier geben wir an, wo wir ansässig sind, beziehungsweise unser Shop. Das lasse ich mal bei Deutschland und die Shop-Währung lasse ich auf Euro. Den Käufern werden die Preise automatisch in ihrer Landeswährung angezeigt. Ich gehe hier auf Speichern und Fortfahren. Und als nächstes müssen wir unserem Shop einen Namen geben. Hier müssen wir gegebenenfalls ein bisschen rumprobieren. Ganz, ganz viele Namen sind schon vergeben. Alles, was einmal auf Etsy schon vergeben war, bleibt auch vergeben und wird nicht wieder freigegeben. Deswegen müsst ihr euch einfach hier irgendwie mal durchklicken. Aber der Shopname ist gar nicht so ausschlaggebend, weil kein Mensch sucht euch eigentlich nach eurem Shopnamen. So, als allererstes kommt dann die Seite, dass wir einen Artikel einstellen müssen, aber in der Regel haben wir vielleicht noch gar nicht unseren ersten Artikel. Das heißt, wir stellen hier einfach mal einen Platzhalterartikel ein. Wir wählen dafür einfach ein Foto von unserer Webseite, irgendeins, da ist es. Und dann gehe ich hier die einzelnen Abschnitte durch und zwar sehe ich hier an diesem Sternchen, was ich unbedingt ausfüllen muss. Das heißt, hier gebe ich als Titel Hund ein, wer hat es gemacht? Was ist es? Ein fertiges Produkt und wann hast du es hergestellt? Die Produktion auf Bestellung. Bei der Kategorie gebe ich jetzt mal Kleidung ein und gehe hier auf T-Shirts. Diese hier muss ich nicht eingeben, weil da dieses Sternchen nicht auftaucht. Bei den Erneuerungsoptionen, also jeder erneuerte Titel bleibt 4 Monate lang aktiv oder bis er verkauft wird. Das lasse ich mal auf automatisch stehen und bei der Art gebe ich ein, dass es sich um ein physisches Produkt handelt und kein digitales. Und bei der Beschreibung
gebe ich jetzt einfach mal einen random Text ein. Jetzt wird noch der Preis verlangt. Da sage ich 17,99. Bei der Stückzahl lasse ich mal eine. Das andere lasse ich mal alles noch leer. Jetzt möchte er wissen, wo das Herkunftsland ist. Das ist Deutschland. Die Postleitzahl des Absenders ist nachher der Print-on-Demand-Anbieter. Ich gebe jetzt einfach mal meine ein. Die Bearbeitungszeit dauert 3 bis 5 Tage beim Versandstandardpaket von DHL. Festkosten, auch hier gebe ich jetzt mal was ein und gehe hier mal auf Festkosten beziehungsweise, sag mal, kostenlosen Versand. Die Versandziele brauche ich jetzt nicht angeben. Und hier gehe ich jetzt erstmal auf Speichern und Fortfahren. So, jetzt seht ihr, das ist jetzt quasi mein erster Artikel, den ich so verkaufen könnte. Selbstverständlich löschen wir den nachher wieder raus. Das ist einfach nur mal als Platzhalter, weil wir sonst hier oben nicht weitergehen können. Jetzt heißt es, weitere Artikel hinzufügen. Das wollen wir jetzt nicht. Deswegen gehen wir auf Später erledigen und kommen jetzt zu den Zahlungsmethoden. Also das sind die Zahlungsmethoden, die Etsy anbietet. Wir wählen wieder unser Land aus. Und müssen jetzt hier angeben, ob es sich um eine Einzelperson oder um ein Unternehmen handelt. In dem Falle ist es jetzt eine Einzelperson für diesen Test. Wenn ihr ein Unternehmen habt, müsst ihr das hier angeben. Und wenn ihr dann hier drauf geht, müsst ihr noch zusätzliche Angaben zur Firma machen. Ich lasse es jetzt eben mal auf Einzelperson. So, gehe dann als nächstes auf Speichern und Fortfahren. So, als nächstes wirst du gefragt, wie du deine Gebühren zahlen möchtest, ob du eine Kreditkarte hinzufügen möchtest oder mit PayPal bezahlen willst. In dem Falle gebe ich mal PayPal an. So, nachdem ich mich jetzt bei PayPal eingeloggt habe, werde ich als nächstes für die Zwei-Faktor-Autorisierung gefragt, wie ich diese erhalten möchte. Und hier wähle ich mal per SMS die Landesvorwahl angeben und dann meine Handynummer, auf die der Code gesendet wird. Gebe den Code ein und gehe dann auf Weiter. Und als letztes gehen wir hier auf Eröffne deinen Shop. Hier kannst du nochmal anklicken, ob du Tipps und Updates für deinen Shop erhalten möchtest und kannst dann weiter zu meinem Shop gehen. Und hier befinden wir uns jetzt auf unserem Etsy-Shop. Als allererstes gehen wir jetzt hier zu den Artikeln, bei euch vielleicht als Listings gekennzeichnet, wenn ihr es noch nicht auf Deutsch umgestellt habt. Wir klicken das hier einmal an und sehen hier unseren allerersten Artikel. So, und diesen Artikel, den wollen wir ja nicht wirklich verkaufen, den löschen wir jetzt hier wieder raus. So, und jetzt sehen wir hier, wir haben im Moment keine aktiven Artikel. Und jetzt gehen wir als nächstes und verbinden unseren Etsy-Shop mit Printify. Dazu gehen wir zu printify.com. Ich habe euch das auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt und gehen auf Sign Up. So, und hier müssen wir jetzt noch einige Fragen beantworten. Das mache ich hier mal ganz kurz. Hier gebe ich mal ein, ich starte mein erstes Online-Business. Picking the right niche. How did you find about Printify? Und hier komme ich über Friends and Family. So, das haben wir. Und als nächstes müssen wir noch unseren Printify-Shop mit unserem Etsy-Shop verknüpfen. Und dafür gehen wir hier auf den mittleren Reiter Connect Your Store. Wir klicken einmal drauf. Das ist mein New Store in Printify und ihr seht, dass der unconnected ist und den wollen wir jetzt verbinden und dafür gehen wir hier oben auf Add New Store und jetzt suchen wir hier nach Etsy. Wir können auch Shopify oder etwas anderes verbinden, aber wir wollen ja jetzt unseren Etsy Shop verbinden. Das heißt, wir gehen auf Connect to Etsy und jetzt gebe ich hier meine Login-Daten dafür ein. Dann bestätigen wir das und congrats, wir sind jetzt verbunden. So, das war's erstmal. Jetzt haben wir einen Etsy-Account angelegt und wir haben einen Printify-Account angelegt und haben die beide miteinander verknüpft. Und jetzt könnten wir starten, unser erstes Produkt zu verkaufen. So, das war Teil 1 der Reihe, wie erreiche ich 100.000 Euro Umsatz in 12 Monaten auf Etsy. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und seid auch beim nächsten Video dabei. Da wird es darum gehen, wie finde ich das richtige Produkt bzw. wie identifiziere ich Produkte, die Verkaufspotenzial haben. Also, um diese Tipps und Tricks nicht verpassen zu wollen, abonniert am besten gleich meinen Kanal und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich sage bis dahin, bleibt kreativ, eure Alexa.